Ein herzhaft frisches Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und es geht weiter mit Let's Play Far Cry 3. Wir haben jetzt gerade noch einen Außenposten gesichert und wir plündern jetzt erstmal die ganzen Leichen und gucken, ob da irgendwas Tolles für uns dabei ist, außer Geld. Jetzt geht's los. Wer hat das gesagt? Ach, meine Leute sind schon hier. Okay. Ja, ich brauche trotzdem Munition. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, ja, ne? Wir machen jetzt erstmal noch nicht die Hauptmission, sondern werden uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen umsehen, natürlich. Und noch die Leichen plündern und so weiter und so fort. Päckchen Kokain, aha. Wofür brauche ich das denn? Werden wir aber alles, denke ich, mal noch herausfinden. Ja. Stress jetzt nicht rum. Ich muss jetzt hier erstmal mein erlegtes Viech plündern. Und wir bräuchten, denke ich mal, bald wieder ein Medikit. Dafür bin ich gemacht. Aber gut, wir werden jetzt erstmal ein Fahrzeug krallen und mal ein bisschen weiter cruisen. Wo fahren wir denn jetzt als nächstes hin? Schauen wir mal auf die Karte, wo fahren wir denn jetzt hin? Da ist ein Funkturm. Da werden wir jetzt wahrscheinlich hinfahren. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Aber es schaut mir doch alles noch recht übersichtlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut, dann fahren wir da jetzt einfach mal hin. Aber ich muss trotzdem sagen, bis jetzt hat mir der zweite Teil besser gefallen. Aber gut, wir sind ja auch noch nicht so weit im Spiel. Wir sind eigentlich noch relativ am Anfang und hier sind überall Kisten, aber ich habe jetzt eigentlich nicht unbedingt die Lust, wegen jeder Kiste stehen zu bleiben und die zu plündern. Das werden wir vielleicht in einer anderen Folge machen oder ich mache es mal offscreen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Oh, vor uns sind Gegner. Einen habe ich überfahren. Der andere mir jetzt hinterherfährt, weiß ich nicht, aber ist mir jetzt eigentlich auch relativ egal. So Leute, ich bin hier, wo seid ihr? So, hier sind wir an einem weiteren Funkturm. Dann werde ich den jetzt mal versuchen zu erklimmen und hier schießt auch schon wieder irgendjemand. Worauf ballern die denn? Ach, das sind wilde Tiere. Ah, okay, okay, okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Scheiße, ich werde gleich entdeckt. Ja, mich hat's aufs Maul gelegt. Super. Wie kommt man denn da hoch? Ach so. Hier vielleicht. Mal klettern. Nein, ich stelle mich echt noch ein bisschen dusselig an, muss man ganz ehrlich sagen. Der kann aber extrem gut klettern, der Junge, ne? Der hat's drauf. Ja, spiel nur mit mir, solange du noch kannst. Wer spielt hier mit wem? Ich sehe hier irgendwo eine Feindmarkierung, aber ich weiß jetzt nicht, von wo der kommt. Ach, da unten ist er schon. Ja, aber gut, die dürften mich ja hier oben eigentlich nie sehen. Wenn doch, dann ist es ein bisschen unlogisch, aber egal. Aber es sieht bis jetzt noch ganz gut aus. So, Leiter hier.
Schneller, 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 schneller. Und wir sind oben. Boah, ist das eine geile Aussicht. Finde ich cool. Ein Puppenkopf. Wahnsinn. So. Oha, da ist eine alte Kanone. Erfolg, Funkturm aktiviert. Gut, Seilrutsche. Ich habe immer Angst, dass ich daneben springe. Aber gut, ich denke, das ist einfach nur Übungssache. So. Kann man irgendwas mit diesen gelben Pflanzen eigentlich machen? Müsste ich dann gleich nochmal nachgucken. Also ich muss mir das nochmal genauer verinnerlichen. Ich habe mein... das Spiel hat es mir zwar schon grob erklärt, aber wenn man es nochmal selbst durchnimmt, dann ist es meistens besser. Da mal echt ein Feind. Probieren mal, ob ich den nicht vielleicht umgehen kann. Und dann natürlich meuchel ich ihn. Der müsste mich aber eigentlich hören, ne? Rede ich jetzt ja nicht um, Leute. Leute, ich sag zu einem Typ, Leute. Takedown und zack. So, war Taste dabei. Jemandes Schlüssel. Oder Schüssel. Weiß ich nicht. Konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Achso, das sind auch noch Feinde. Gut, was gibt's hier noch auf der Map? Ein Außenposten. Gut, der wird wahrscheinlich hier sein, da wo Rauch ist. Dann würde ich sagen, gehen wir doch da gleich mal hin. Und statten dem mal einen kleinen Besuch ab. Und wir brauchen noch ein grünes Blatt. Ach, ist der da drüben? Oder wie sehe ich das? Ach nee, hier. Okay. Gut, jetzt gehen wir hier erstmal auf die Andrea. So. Nee, wo konnte ich denn das nochmal machen? Auf Kuva Hellen. Ach, hier auf, auf Escape einfach. Medizin. Gut, man kann nur 3 Medizin maximal machen. Schweineleder. Waffengurt. Ziegenfell, okay. Gut, wir müssen dann ein paar Ziegen jagen gehen. Gut, dass wir uns ein Waffengurt machen können. Wo ist denn hier ein Käfig? Okay, ich denke, so wird es schon mal nix. Müsste irgendwie auf diesen Steg kommen. Aber ich glaube, da werden sie mich gleich entdecken. Ich glaube, ich gehe schon wieder viel zu... Wenn der sich jetzt umdreht, bin ich am Arsch. Wenn ich jetzt wüsste, wie die gehen.
Kannst du mal abhauen? Danke. Wo haben wir denn den Kollegen? Hier, schön, dass du dich nicht umdrehst. Assassin's Creed Style, mein Freund. $4, also so werden wir nicht reich. Weiß jetzt nicht, ob Geld jetzt unbedingt das Notwendigste in Far Cry 3 ist, aber ich schätze schon. In Far Cry 2 war es alles noch viel einfacher. Da brauchte man einfach nur Diamanten zu sammeln. Und man wurde auch in... beziehungsweise mit Diamanten bezahlt. Es hier tut mir voll leid, aber die gehen da irgendwie nicht weg. Und können wir vielleicht die Alarmanlage sabotieren, ohne dass sie es merken? Ich komme ja nicht raus. So, jetzt aber. Gut, die gehen ziemlich auseinander. Gut, hier ist Zaun. Wo komme ich denn hier raus? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist jemand, ja, aber hier? Uiuiui. Der dreht sich aber schnell wieder um. Ey, der pisst dahin, die Sau. Aber hört gar nicht mehr auf bei dem, ne? Mir geht's gar nicht gut. Jetzt erst recht nicht. Oha, oha. Ja, fuck, das kannst du aber richtig sagen, du. Schleich dich. In einer halben Minute, ja klar. Wie? Ich hab doch den Alarm ausgeschaltet. Wie kann ich dich denn befreien? So schon mal gar nicht. Oha, geh von diesem scheiß Geschütz weg. Ihr Säcke. Sehr schön. Nächsten Vorposten freigeschaltet oder befreit, je nachdem. Oder Außenposten. Außenposten. Entschuldigung. Ja, muss man aufpassen. Ey, du Drecksviech. Ja, weißt, ich helfe dir und du... Ekelhaft. Du dankst es mir nicht. So, jetzt plündern wir erstmal die ganzen Kisten. Eine rostige Posaune, super. Ob man das ganze Zeug wohl verhökern kann? Ich denke ja, schon, aber es wird wahrscheinlich nicht allzu viel... wert sein. So. Jadefigur. Dass man so viel Zeug braucht, wusste ich gar nicht. Hier drin können wir wahrscheinlich speichern. Das sieht mir schon sehr nach Far Cry 2 aus hier. So ein Unterschlupf, sage ich jetzt mal. Können wir hier noch irgendwas nehmen? Keine Ahnung, aber wir haben noch irgendwas aufgenommen. Naja, wird schon irgendwas Wichtiges gewesen sein. Außenposten ist unser, aber wenn du uns wirklich helfen willst, sieh dir an, was an den Aushangtafeln hängt. Ja, schön und gut, aber ich glaube, ich sollte mich jetzt wirklich mal zur Missionsmarkierung begeben. Das können wir auch gleich machen. Das Gebiet müsste ja jetzt einigermaßen sicher sein, beziehungsweise es muss sicher sein eigentlich. Ich bin ja gespannt, ob denn die Gebiete, die wir bereits
erobert haben, sage ich jetzt mal, wieder angegriffen werden. Also ob sie erneut zurückerobert werden wollen und wie muss ich denn da fahren? Ah, okay, also den anderen Weg. Okay, ja, ich hab's begriffen, ich fahr doch schon. Dann können wir jetzt der Hauptstory folgen. Oder beziehungsweise, ja, mit der Mission. Boah, hier ist so viel Zeugs. Finde ich schön. Aber ich glaube, ich werde es nicht plündern. Außer wir brauchen jetzt wirklich extrem viel Medizin und so Zeugs. Dann wahrscheinlich schon. Na, hier kann man auch schön hochfahren, schön Offroad. Mit unserem Jeep klappt es schon ganz gut. Bin ich sehr zuversichtlich mit. So. Warum man das alte kaputte Tor nicht zerstören kann, obwohl es eigentlich eh schon kaputt ist, wundert mich ebenfalls. Eine Bubespielkarte. Ey, was man hier alles an Schwachsinn findet. Obwohl ich weiß ja nicht, ob Schwachsinn ist oder nicht, aber ja. Wir können einfach mal alles mitnehmen. Bernsteingelbes Blatt. Können wir denn jetzt noch irgendwas herstellen? Wo war's denn? Nee, so nicht. Herstellung. Jagd. Verbessere dein Jagdvermögen mit diesen Spritzen. Kampf. Kampftauglichkeit. Spritzentasche. Schweinsleder, aha. Aber irgendwas, was ich jetzt machen könnte? Nee. Wir brauchen Ziegenfell. Da sollten wir uns vielleicht auch gleich mal auf die Suche machen. Coole Bude hast du hier. Grüner Pokerchip. Okay. Ja, was geht hier ab? Speichern, das ist schon mal sehr gut. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lade. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Okay. Geh zu Daisy. Machen wir doch gleich mal. Daisy, wo bist du? Tatsächlich. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für sie und für mich. Okay, gut.
Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen nochmal und bis zur nächsten Folge. Ciao.